machen wir den Schlag kurz. Hallo, jedes Mal, wenn ich meinen Schüler auf einen relativ starken Hang sehe, dann fällt es mir oder dann kann ich wirklich sehr klar sehen, was dieser Golfer am besten kann. Ich erkläre. So, ja, bei diesem Bergabhang, also der Ball liegt ganz viel tiefer als meine Füße, ist es so, dass ich mich mehr bücken muss. Egal, was für einen Schläger in der Hand habe, ich muss mich einfach bei diesem Hang mehr bücken. Und was bedeutet das? Ja, man schwingt steiler. Der Schläger bewegt sich mehr nach oben und dann wieder nach unten. Ich mache mal den Schlag kurz. Meistens kommt auch dann eine leichte Links-Rechts-Kurve zustande. Aber es ist so faszinierend. Nach so einem Schlag frage ich meinen Schüler, was hast du jetzt gespürt? Dann sagt er oder sie, oh, das war wirklich toll getroffen. Ich bin glücklich mit meinem Ball. Bei dem Hang spiele ich immer gut. Dann ist meine Antwort, das ist ein Zeichen, dass wenn deine Lage normal ist, dass du eher etwas höher mit deinen Händen und Armen solltest, statt nach hinten. Wenn du etwas steiler ausholen würdest, würdest du besser treffen. Und es ist ähnlich, wenn der Ball höher als die Füße liegt. Dann ist es so, dass mein Schüler, der sonst einen ganz schlechten Tag hat, er kommt zu so einem Hang. Der Ball ist jetzt deutlich höher als meine Füße. Und was passiert? Er macht einen super Schwung und hat super Ballbodenkontakt. Egal, was für Schläge er da spielt. Auch da gehe ich zum Schüler und sage, nun schau mal, du hast jetzt etwas anders geschwungen, weil du anders gestanden hast. Was hast du jetzt gemacht? Du hast automatisch, weil du aufrechter stehen müsstest wegen des Hangs, du hast mehr um deinen Körper geschwungen. Du hast mehr um deine Wirbelsäule dich bewegt. Das ist, was du sonst machen solltest eher, wenn der Ball auf normalen, ebenen Boden liegt. Es kann natürlich sein, dass bei so einem Hang, und das ist oft der Fall, dass es gar nicht geht. Diese Golfspieler können viel besser steil schwingen. Aber steil schwingen ist nicht gut, wenn der Ball höher als die Füße liegt. Sie müssen mehr um den Körper schwingen und das trainieren. Das Gleiche gilt, wenn der Ball tiefer als die Füße liegt. Da treffen manche Golfer gar nicht. Warum? Weil die zu sehr um den Körper schwingen. Sie müssen steiler schwingen. Wie du siehst und wie du weißt, wir schwingen alle unterschiedlich. Und die Hänge sind genial, weil die uns eigentlich zeigen, wie wir schwingen sollten. So, nächstes Mal, wenn du auf dem Golfplatz bist und wenn du nicht so sicher bist, was du beim Schwingen nicht richtig machst, guck, wie du die Hänge spielst. Die sind super. Die zeigen dir, wie es geht. Ich wünsche dir eine sehr schöne Runde das nächste Mal, wenn du auf dem Golfplatz bist. Tschüss.